Enthüllung des neuen Anbindebalkens am Haus Schmelting in Großreken. Gleichzeitig wird ein neuer Abschnitt der Münsterlandroute eröffnet. Der 8. seit dem Projektstart vor 2 Jahren. Michael Kösters vom Verein Münsterland e.V. war bei fast allen Streckenfreigaben dabei. Ja, wir versuchen ja sukzessive diese Münsterland-Reitroute, die mal 1000 Kilometer umfassen sollen, auch in der Tat mal so ein bisschen sichtbar zu machen, wie sie wächst. Also unter anderem Reken, Dorsten, Haltern am See, Heiden, da geht diese neue Route entlang. Und ich meine, bei dem Blick zum Wetter nach draußen ist es vielleicht jetzt noch nicht die richtige Zeit, aber die Equitana steht jetzt an die größte Pferdemesse. Dort wollen wir natürlich auch schon diesen Teilabschnitt entsprechend bewerben. Die Reiter vom örtlichen Reit- und Fahrverein testen die Standfestigkeit des neuen Balkens. Sie wollen die neue Strecke verstärkt für Ausritte nutzen. Ich bewerte die Öffnung der Reitroute hier in Reken als sehr gute Sache, speziell für uns Reiter, die auch Freizeitreiter sind, damit Pferde in der Natur sich auch bewegen können, die Kinder und Jugendlichen Spaß haben, in der Natur mit dem Pferd unterwegs zu sein. Die Landräte und Bürgermeister der beteiligten Kreise und Kommunen sehen in der Münsterland-Reitroute Vorteile für die Region, besonders für den Tourismus. Die Region insgesamt profitiert davon, wächst näher zusammen. Natürlich profitiert die Gastronomie, dann die Leute, die hier natürlich bei uns Urlaub machen, aber auch die Menschen, die in der Region wohnen, profitieren selber davon, denn die Attraktivität wird erhöht und wo andere gerne Urlaub machen, da wohnt man und lebt man gerne. Das sind sowohl die Reitrouten wie auch die Radrouten oder die Fernwanderwege, auch sowas haben wir ja in dieser Region, die kommen alle hervorragend an. Sie werden aus den Niederlanden heraus genutzt, sie werden aber eben auch aus dem Süden, aus dem großen Ruhrgebiet genutzt und insoweit profitiert der Tourismus durchaus. Kuchen für die Gäste. Das Haus Schmelting verspricht sich durch den neuen Streckenabschnitt zusätzliche Gäste. Ich denke mal, für die Zukunft ein bisschen neue Wege wieder gehen. Ne? Die alten Wege sind ein bisschen abgebrochen und jetzt die Reitrouten durch neue Zukunftsorientierung. Schauen wir mal. Hufeisenübergabe an die Vertreter aus dem Kreis Coesfeld. Dort soll der nächste Teilabschnitt freigegeben werden. Nach Eröffnung aller Strecken der Münsterland-Reitroute werden die Freizeitreiter rund 1000 Kilometer Reitwege quer durch das Münsterland nutzen können.